Guten Tag zusammen. Heute ist etwas anderes. Ich mache heute mal ein wenig Wasserfotografieren. Ich habe hier schon meine Kamera aufgestellt und probiere einfach mal mit ein wenig mehr Belichtung diesen Wasser, diesen flüssigen Effekt zu erzeugen. Habe ich ein paar Fotos gemacht, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich zeige euch, was ich hier meine. Genau, eigentlich meine ich hier diese Stelle sozusagen, und von dieser Stelle will ich mit Langzeitbelichtung mal gute Fotos machen. Mal sehen, wie es gelingt. Ich habe keinen Verlaufsfilter, sondern ich habe ja nur einen ND-Filter im Einsatz. Davor war ich unter der Brücke und ich habe hier diesen flowigen Part des Wassers aufgenommen. Werde ich gleich im Anschluss die Fotos einblenden. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos auf der Plattform hier und dann werde ich links von mir nach unten gehen und dann versuchen wir so weit wie möglich es geht oberen, mittleren und unteren Part aufzunehmen. Vielleicht von diesen Felsen aus. Ich bin jetzt auf diesen Steinen und ehrlich gesagt ist hier nicht ganz das, was ich wollte. Nicht ganz das, was ich wollte, und zwar irgendwie bin zu niedrig da. Ich glaube, ich mache mein Stativ doch ein wenig höher. Ich habe noch nie mit einer sehr langen Belichtungszeit aufgenommen. Ich habe jetzt die Belichtungszeit auf 5 Minuten eingestellt. Ich bin gespannt, was rauskommt. Irgendwie fasziniert mich das Fotografieren mehr und mehr. Also Fotografieren eben von der Natur in Langzeitbelichtung, und ich bin gespannt, was rauskommt. Man kann, denke ich mal, noch ein wenig Kontrast und Sättigung zu dem Bild dazu geben, aber sonst ist das Bild richtig gut geworden. Ich habe jetzt keinen Verlaufsfilter verwendet, ich habe jetzt nur ND-Filter drauf und es ist wirklich toll. Also, ich bin von mir selbst begeistert sozusagen. Angeber? Nein, nicht Angeber. Ja. So, dann mache ich noch ein Bild, denke ich mal, und dann packe ich zusammen und mache mich auf den Weg nach Hause. Bis gleich. Es ist kälter geworden, ich habe meine Mütze angezogen. Gleich im Anschluss blende ich euch meine Bilder ein. Vielen Dank, Leute, dass ihr heute dabei wart. Nicht vergessen zu abonnieren, liken und teilen. Ihr könnt ja unten in den Kommentaren reinschreiben, gefallen euch meine Fotos? Bis zum nächsten Mal. Ciao.